Eigude und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Hörbuchserie zu Harry Potter Fanfiction, Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Diese Fanfiction wurde von John Xizor auf fanfiction.net veröffentlicht und ist sein geistiges Eigentum, basierend auf dem geistigen Eigentum von J.K. Rowling. Ich erhebe keinerlei Ansprüche. Diese Fanfiction spielt nach dem sechsten Buch und stellt einen veränderten Ablauf der Ereignisse dar. Kapitel 101 Feuerrotes Haar, zweiter Teil. Guten Abend, Severus, grüßte Harry, nachdem er eingetreten war. Severus grüßte nur mit einem Kopfnicken zurück und wandte sich gleich wieder seinem Buch zu, womit er Harry zu verstehen gab, dass er nicht vorhatte, eine Unterhaltung zu führen. Also nahm Harry den Hund an die Leine und spazierte los. Auf seinem Weg traf er auf einige Schüler und viele Pärchen und nur einmal musste er einen Schüler dazu auffordern, »Mr. Smith, behalten Sie Ihre Hände bei sich!« Bei Hagrids Hütte angelangt, ließ er Harry von der Leine, weil Fang gerade draußen war. Die beiden Hunde mochten sich und sollten ruhig ein wenig miteinander spielen. »Harry, komm doch rein, ich hab gerade einen Tee fertig«, hörte Harry die tiefe Stimme des Halbriesen sagen. »Ja, gern«, sagte er, die Einladung annehmend, bevor er sich in die Hütte begab. Drinnen war es angenehm warm, denn Hagrid kochte irgendwas in seinem riesigen Kessel, der über dem Kaminfeuer hing. »Setz dich doch, Harry«, bot Hagrid an, der kurz darauf an einem kleinen Tisch etwas zu suchen schien. »Ich muss dir was zeigen. Ich hab einen Brief von Charlie bekommen. Er schickt mir ein paar Bilder.« Endlich hatte Hagrid den Brief und die Bilder gefunden und reichte beides Harry, der erst die Bilder ansah. Auf ihnen war Charlie zu sehen, der seine roten, langen Haare wie üblich zum Pferdeschwanz gebunden hatte. Und neben Charlie... »Sag mal, ist das ein bestimmter Drache auf dem Bild?«, wollte Harry wissen. »Erkennst du ihn etwa nicht?«, fragte Hagrid zurück. »Erkennen? Wen?« »Na, das ist Norbert. Du hast ihn doch als Baby gesehen, Harry«, erklärte Hagrid, während er mit seinem fleischigen Finger auf den Drachen auf dem Bild tippte. »Oh ja, jetzt, wo du es sagst«, log Harry, denn erkennen konnte er den Drachen am Aussehen nicht. Aber natürlich war ihm Norbert noch ein Begriff. Hagrid hatte verbotenerweise in Harrys erstem Schuljahr einen Drachen aus einem Ei schlüpfen lassen, welches er beim Kartenspiel im Eberkopf von einem vermummten Fremden gewonnen hatte. Er war todtraurig gewesen, als man ihm Norbert weggenommen hatte, damit er in Rumänien bei seinesgleichen leben konnte. Es war jedoch ein Trost für Hagrid gewesen, zu wissen, dass Charlie Weasley sich dort um die Drachen kümmern würde. »Charlie schreibt, dass Norbert der liebste Drache im ganzen Reservat ist«, sagte Hagrid stolz. Man hörte deutlich heraus, dass er sich noch immer für Norberts Mutter hielt, was Harry zeigte, dass Hagrids Herz nicht nur deswegen so groß war, weil er ein Halbriese war. Harry betrachtete das Bild genauer und er bemerkte, dass Norbert nicht angekettet zu sein schien und Charlie direkt neben dem Drachen stand und völlig gelassen für das Bild posierte. Plötzlich bellten die Hunde und Harry und Hagrid liefen sofort hinaus. Man hörte das Geräusch von Pferdefüßen, die den Waldboden aufrissen, und die beiden Hunde rannten kläffend auf die Grenze des verbotenen Waldes zu. »Fang, du dummer Hund! Hörst du wohl auf und lässt die Zentauren in Ruhe?«, schimpfte Hagrid, und schon war Fang still und kam winselnd zurückgelaufen. Harry hinterher. Nach diesem kleinen Vorfall verabschiedete sich Harry von Hagrid, um den Hund zu Severus zurückzubringen. Der saß noch immer auf seiner Couch, las jedoch nicht mehr in seinem Buch, sondern notierte einige Dinge, während er sich einen Rotwein zu Gemüte führte. »Severus?«, fragte Harry vorsichtig, um zu sehen, ob sein Kollege in Stimmung war, ein Schwätzchen zu halten. »Wie kann ich Ihnen helfen?«, fragte Severus und klang dabei sehr gelangweilt. »Warum wollen Sie morgen nicht zur Hochzeit kommen?« Severus blickte ihn an
und fragte spöttisch: Schickt sie sie? Nein, ich möchte nur wissen, warum Sie nicht kommen möchten. Es ist doch ein netter Zug von Sirius und... Ihr werter Patenonkel ist mir völlig egal, Harry. Mir ist egal, ob er heiraten wird, ob er Minister wird oder ob er sterben wird. Tut mir leid, wenn ich so offen bin, aber es gibt da Dinge zwischen Black und mir, die sich nicht ausradieren lassen. Um nichts in der Welt möchte ich mit diesem Mann mehr zu tun haben als notwendig. Erklärte Severus unterbrechend. Aber warum haben Sie dann Anne geholfen? Wollte Harry wissen. Weil Sie, Harry, mich darum gebeten haben. Black hat damit überhaupt nichts zu tun. Müsse der betrachte ich als Ihre Bekannte, weswegen ich Ihnen meine Hilfe zugesichert hatte. Nach einer kurzen Pause fragte Harry, der sich den Anflug eines Lächelns nicht verkneifen konnte. Ist es wahr? Hermine hat sie mit Seegras beworfen? Ja, hat sie, antwortete Severus. Er drehte sich, um Harry besser sehen zu können, bevor er mit böse, funkelnden Augen fragte. Haben Sie alle Ihren Spaß dabei gehabt, als sie über Ihre Tat berichtet hatte? Was? Nein! Sie hat es ja nicht rum erzählt, sondern nur mir gesagt. Nicht einmal Ginny weiß davon, versicherte Harry. Einen Moment lang überlegte Severus offensichtlich, ob er weitere zynische Bemerkungen oder unbegründete Vorwürfe machen sollte. Doch dann nahm er ein anderes Thema in Angriff und sagte: Ah ja, Miss Weasley kann ja nun wieder am Unterricht teilnehmen. Ich hoffe, sie hat ihre Hausaufgaben gemacht, sonst wird es am Montag Punktabzug geben. Harry musste wegen dieser Bemerkung lächeln, denn Severus war wieder der Alte. Trotzdem wollte er wissen: Sind Sie böse auf Hermine? Severus hob und senkte die Schultern gelangweilt, bevor er erklärte: Mir sind weitaus schlimmere Dinge im Leben widerfahren. Eine Attacke mit Seegras kann ich im ruhigen Gewissen in die Kategorie harmlose Auseinandersetzungen einordnen. Ein weiterer Moment des Schweigens verging, den weder Harry durchbrach, als er fragte: Sie gehen also morgen nicht hin, weil es Sirius Hochzeit ist und Sie mit ihm nichts zu tun haben wollen? Nachdem Severus genickt hatte, fragte Harry neugierig: Sind es bestimmte Dinge, die immer noch zwischen Ihnen beiden liegen, oder... Black hat auf mein Leben eingewirkt wie kaum ein anderer. Viele Dinge wären anders gekommen, hätte er nicht. Severus verstummte. Bevor es erneut Harry sein würde, der die kleine Pause für sich nutzen wollen würde, ergriff Severus das Wort, um seinem jungen Kollegen die Abneigung gegen Black näher zu bringen. Ich versichere Ihnen, Harry, dass ich während meiner Schulzeit eine reale Chance bei einer bestimmten Frau gehabt hatte. Doch ein enormer Störfock da hatte alle meine Versuche, mich ihr auf eine werbende Weise nähern zu können, mit sogenannten Scherzen vereitelt, sagte Severus durch zusammengepresste Zähne, denn die Wut auf Black war mit einem Male wieder so lebendig wie damals in der Schule. Plötzlich wurde Severus sich darüber bewusst, was er da eben gesagt hatte, und er hoffte, nein, er flehte innig, dass Harry diese Aussage auf Brenda münzen würde und niemanden sonst. Sie meinen, Sirius hat sie immer gestört, wenn sie mal mit ihr alleine sein wollten? Fragte Harry unsicher. Severus war froh, dass Harry nicht einmal auf Brenda eingegangen war. Nicht nur gestört, Harry. Black lag stets viel mehr daran, mich öffentlich zu demütigen. Er war es, der unseren Hass aufeinander immer zur Schau gestellt hatte. Und Ihr werter Vater? Severus blickte Harry kurz in die Augen. Lag mit Black auf gleicher Wellenlänge. Wahrscheinlich hätte ich ihn und seine Freunde die gesamte Schulzeit über einfach ignoriert, wenn besonders von Black nicht mehr als ab und an ein paar dumme Bemerkungen gekommen wären. Aber er war handgreiflich geworden. Er hat mich körperlich angegriffen und... Severus verstummte erneut, denn er wollte vor Harry nicht von seelischen Attacken sprechen, um sein jugendliches Ich nicht so schwächlich darzustellen, wie es in Wirklichkeit gewesen war. Harry schenkte sich ungefragt etwas von dem Wein ein, der auf dem Tisch stand, und nahm einen Schluck. Während er sich das gerade Erfahrene
noch einmal durch den Kopf gehen ließ. Derweil bemerkte er, wie Severus wie hypnotisiert auf sein eigenes Glas starrte, weil er offensichtlich einer Erinnerung nachging, aus der Harry ihn befreien wollte. Hat Lily nie gemerkt, dass es immer Black gewesen war, der sie schlecht dastehen ließ? Fragte Harry mit leiser Stimme. Severus hatte heraushören können, dass sein junger Kollege trotz Zugehörigkeit des Hauses Gryffindor momentan befürchtete, die Situation könnte aufgrund seiner Frage eskalieren. Denn es war nie Branda gewesen, um die es tatsächlich gegangen war. Harrys ganzer Mut war von der Frage verschlungen worden, sodass er keinen mehr übrig hatte, um ihrer Konsequenz furchtlos gegenüberstehen zu können. Nein, Harry, hat sie nicht, sagte Severus leise, bevor er seufzte. Während Black nämlich damit beschäftigt gewesen war, mich von ihr fernzuhalten, weil er sie für sich selbst beanspruchen wollte und ich mich Tag ein, Tag aus gegen ihn zur Wehr setzen musste, war bedauerlicherweise uns beiden entgangen, dass Lily bereits eine andere Wahl getroffen hatte. Natürlich hatte Black mich dafür verantwortlich gemacht, weswegen die Streiche nicht aufgehört hatten, sondern nur noch derber geworden waren, sagte Severus, der sich erneut das Glas füllte, von welchem er sich selbst eine lockere Zunge versprach. Nach einem Schluck erzählte er. Ich war enttäuscht gewesen, dass Lily sich mit einem derjenigen liiert hatte, die mir jahrelang diese Qualen bereitet hatten. Severus schaute Harry in die Augen und hielt diesmal den Blickkontakt, während er fragte. Erinnern Sie sich an jenen Moment Ihrer Schulzeit, als Sie von allen verachtet worden waren und sogar mit Ansteckern gegen Sie mobil gemacht worden war? Harry nickte, während er sich die Situation rund um das trimagische Turnier ins Gedächtnis rief, weshalb Severus fortfuhr. Stellen Sie sich vor, Harry, dass Miss Weasley sich in diesem Moment von Ihnen abgewandt hätte, um sich mit denen zu verbünden, die diese Anstecker erstellt und verteilt hatten. Können Sie diese Enttäuschung nachvollziehen? Harry stellte sich das fiktive Szenario vor und nickte sympathisierend. Aus dieser Enttäuschung heraus habe ich Lily mit einem Schimpfwort bedacht, an welches Sie sich sicherlich noch erinnern können. Er nickte nochmals, denn ihm war sofort die Szene aus dem Denkarium eingefallen, in welcher Severus zu seiner Mutter Schlammblut gesagt hatte. Ich konnte es nicht zurückhalten. In diesem Moment wollte ich sie verletzen, fügte Severus mit schwacher Stimme hinzu, aus der herauszuhören war, dass er sein jugendliches Temperament bedauerte. Alles, was Severus erzählt hatte, war für Harry nachvollziehbar. Sogar der Grund dafür, Lily mit diesem schrecklichen Schimpfwort bedacht zu haben. Nach einer Weile erzählte Harry, anscheinend zusammenhangslos, »Ich bin so froh, dass Ron und Hermine sich im Guten getrennt haben. Ich glaube, ich hätte es nicht ertragen, wenn sie sich zerstritten hätten und ich immer nur einen von beiden hätte sehen können.« Severus ging auf das neue Thema ein und sagte, »Mich hat die Auflösung der Verlobung sehr überrascht. Alle Anzeichen hatten dafür gesprochen, dass sie beiden ihr Leben gemeinsam verbringen würden.« »Was denn für Anzeichen?« fragte Harry verdutzt. »Ich glaube, ich habe die ersten Anzeichen bereits in ihrem dritten Jahr festmachen können. Ab dem vierten Jahr war mir klar, dass die beiden, wie Molly und Arthur damals, sich gefunden haben mussten«, erklärte Severus. Harry zuckte einmal mit den Schultern und gab seine Meinung von sich, indem er sagte, »Ich glaube eher, das ist der Grund, warum es am Ende nicht geklappt hat. Ich meine, dass sie so früh zueinander gefunden haben. Bei Fred und Angelina war es auch so gewesen. Die beiden kannten sich von Kind auf und waren so vertraut miteinander, dass es über diese enge Vertrautheit hinaus nicht funktionieren wollte. Hat mir jedenfalls Angelina mal erzählt.« Nach seiner Ausführung hatte Harry plötzlich das Gefühl, dass dieses Gespräch eine Richtung angenommen hatte, die Severus gar nicht gefallen würde. Der jedoch reagierte nicht aufbrausend oder gar abweisend, sondern erstaunlicherweise offenherzig, denn er sagte, »Wissen Sie, es wäre gut möglich, dass es sich bei Lily am Ende um so einen Menschen gehandelt hatte, den Hermine für Sie darstellt.« »Sie meinen, eine beste Freundin?«
fragte Harry neugierig. Ja, eine beste Freundin. Diese vor mir gestoßen zu haben, hat mich so sehr beschäftigt, dass es mir wichtiger gewesen war, wieder einen Kontakt zu Lily zu knüpfen, anstatt mich auf meinen Hass auf Black zu konzentrieren. Doch während der Schulzeit hatte ich nie die Gelegenheit dazu gefunden. Erst nach der Schule habe ich damit begonnen, ihr zu schreiben. Doch sie hat nicht geantwortet, bis mir dieser eine Gedanke gekommen war. Ich wollte sie nur als Vertraute zurückgewinnen, weswegen ich ihr zu verstehen geben musste, dass meine Interessen lediglich freundschaftlicher Natur waren. Und so habe ich einen Brief verfasst, den ich an beide adressiert hatte, an Lily und James, denn er war ihre Entscheidung gewesen, die ich respektieren musste. Sagte Severus mit etwas Wehmut in der Stimme. Sie haben mir tatsächlich geantwortet und es war ein kleiner Briefkontakt entstanden, dem ich sehr enthusiastisch gegenübergestanden hatte. Einzig die von ihr übermittelten Grüße von Lupin, den sie ganz offensichtlich über den Kontakt zu mir unterrichtet hatte, hatte ich als etwas störend empfunden. Nicht der Rede wert. Bevor es jedoch zu einem Treffen kommen konnte... Severus war verstummt, denn die Erinnerung an ihren Tod war viel zu schmerzhaft, als dass er unberührt von den Gedanken an sie berichten könnte. Etliche Minuten lang waren beide Männer still. Harry hatte verstanden. Endlich hatte er begriffen, wie Severus sich fühlte, und so sagte er, um zu erkennen zu geben, wie sehr er es mitfühlen konnte. Das wäre genauso, als hätte ich Hermine verloren. Ihm war bewusst geworden, dass er Hermine in Aberdeen hätte verlieren können. Nein, er hatte sie bereits verloren und sein zukünftiges Ich hatte darum gebeten, in das eigene Leben einzuwirken, damit er sie wieder an seiner Seite wissen konnte. »Ihr müsst gehen, Harry. Verändere meine Zukunft. Bitte!« hatte sein zukünftiges Ich erfleht. Denn er, Harry, hatte bereits den Schmerz erfahren müssen, die ihm so ans Herz gewachsene Menschen verloren zu haben. Severus hatte sich nicht mehr geäußert und so ergriff Harry diesen Moment und fragte, »Wenn Lily für sie am Ende so jemand gewesen war, wie Hermine für mich ist?« Severus blickte ihn neugierig an und wartete gespannt auf den Rest des Satzes, den Harry mit viel Selbstüberredung hervorbringen konnte. »Was ist dann Hermine für sie?« Möglicherweise, so dachte Harry, wäre spätestens jetzt eine Situation eingetreten, die Severus wortlos beenden wollen würde. Doch der Versuch war es wert gewesen. Nachdem er gewissenhaft überlegt hatte, hatte Severus erstaunlicherweise eine Antwort und er versuchte zu erklären. »In erster Linie sehe ich sie als...« Das Wort kam ihm schwerer über die Lippen, als er gedacht hatte. »Freundin, sie ist diejenige, die Lily für mich hätte sein sollen.« Da Harry ganz große Augen machte, erklärte Severus nur ein klein wenig erbost. »Ich meine damit, dass Hermine den Platz einer engen Vertrauten einnimmt. Das, was ich nach meinem Verlust ihrer Gunst in Lily gesucht hatte.« Severus seufzte und Harry tat es ihm gleich. Beide hatten an ihrem Wein genippt, bevor Severus leise fragte. »Harry, welche Möglichkeit der wortlosen Entschuldigung können Sie mir empfehlen?« Harry wiederholte die Frage zunächst im Kopf und dann laut. »Wortlose Entschuldigung? Ich verstehe. Lassen Sie mich kurz überlegen.« Soweit zur heutigen Ausgabe unserer Hörbuchreihe zu Harry Potter Fanfiction, Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns bitte einen Daumen nach oben da. Und sehr gerne natürlich auch einen Kommentar, denn die Feedback-Challenge ist immer noch on. Wenn ihr mögt, natürlich auch gerne ein Abo. Ciao, bis zum nächsten Mal.